Genau, wir sind die Gruppe Brainversatz und wir sind das Problem angegangen, dass Code häufig interessant ist, was so Code macht, aber sich den anzuschauen, den irgendwie wahrzunehmen, nicht so wirklich. Da ist meistens schlecht dokumentiert, sieht irgendwie komisch aus und deswegen unsere Lösung ist, wir wollen Computer mit Musik programmieren, weil Musik mögen hier sicherlich fast alle. Ich gehe mal davon aus. Deswegen haben wir eine Musikprogrammiersprache entwickelt. Das Ganze haben wir programmiert in Rust. Wir nutzen zur Datenübertragung MIDI und wir nutzen das Brainfuck Instruction Set. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, Brainfuck hört sich interessant an. Was ist denn das? Es ist eine Programmiersprache, allerdings sagen wir, es ist eine interessante Programmiersprache, weil anders als in normalen Programmiersprachen, wo es so schöne Statements wie Print, wo es schöne Variablen gibt, wo du einfach Sachen schreiben kannst, die du lesen kannst, ist das bei Brainfuck ganz sicher nicht möglich. Ihr seht hier so ein bisschen, das sind alle Kommandos, die es im Brainfuck gibt. Ihr habt da schöne Klammern, ihr habt da Punkte und ihr habt irgendwelche komischen Satzzeichen, die ganz sicher nicht lesbar sind und die gehen durch ASCII-Tabellen durch. Also das ist kurz gesagt, unbenutzbar. Ja, und wir dachten uns, das müsste sich doch programmieren lassen. Zum Vergleich zeigen wir Hello World Programme aus anderen Programmiersprachen, zum Beispiel Python. Da ist einfach nur eine Zeile Print, also drucke Hello World. In Rust, das ist dann schon eine Function Main Printline Hello World. In Flutter eine Void Main. So, wie sieht das in Brainfuck aus? Ja. Sehr verständlich auf jeden Fall. Sollen wir den Code erklären? Versuch's. Ich glaube, das sparen wir uns. Genau, und jetzt, Achtung, aufgepasst. Jetzt kommt Brainversatz. So sieht das aus. Und jetzt würden wir euch einmal vorspielen, wie, also zumindest den Anfang davon, wie Hello World in Brainversatz auf der Ukulele klingt. Also das Ganze wird etwas dauern. Damit wären wir jetzt die Hälfte der ersten Zeile durch. Also es wird ein bisschen länger dauern. Aber es klingt besser als Brainfuck. Genau, und damit es besser klingt, haben wir uns auch so ein bisschen Gedanken gemacht. Es wird jetzt vielleicht so ein bisschen musiktheoretisch, aber es gibt ja sehr viele verschiedene Noten und die haben irgendwie Abstände und der klassische Abstand ist ein Halbton. Also vom C zum Cis zum Beispiel, das nennt sich ein Halbton. Wenn wir jetzt einfach nur damit irgendwie arbeiten, dann klingt das am Ende nach Kauderwelsch. Deswegen haben wir uns Tonleitern und Modi zur Hilfe geholt. Aktuell implementiert ist einmal die chromatische Tonleiter und die pentatonische. Das macht es dann aber ein bisschen komplizierter, weil zuerst die Daten, die wir bekommen, sind Halbtonschritte. Und da gibt es pro Oktave 12 Stück. Dann müssen wir das umwandeln in die Tonleitern. Die chromatische hat zum Beispiel 7 verschiedene Töne, die pentatonische 5. Und dann müssen wir das nochmal wieder umwandeln in die Opcodes von Brainfuck. Das wisst ihr ja nicht noch, das sind 8 Stück. Genau, und dann seht ihr, wie wir das gemacht haben. Das ist ein sehr schönes Stück, wir müssen jetzt zeitlich das etwas abkürzen. Also es ist in etwa so, wir gucken, wie die Differenz von den Tönen, die gerade gespielt werden, sind, übersetzen das jeweils in die Tonleiter und berechnen dann aus den Differenzen der Töne, wie sich der Modifier, den wir gerade in dem Zeichensatz von Brainfuck haben, verändern muss. Ich glaube, ihr habt ungefähr 5 Stunden damit verbracht, nur rauszufinden, wie ihr das implementieren müsst, ohne es überhaupt zu implementieren. Ja, ich empfehle euch, nicht Programmiersprachen zu entwickeln. genau,
Ausblick so ein bisschen. Wir möchten besser integrieren. Also bisher brauchen wir MIDI-Dateien, also computerlesbare Audiodateien. Wir haben daran gearbeitet, auch wirklich direkt an der Ukulele oder an anderen Instrumenten zu erkennen, was das gerade ist. Das würde sich dann NUP nennen, Natural Ukulele Processing, angelehnt an Natural Language Processing. Und die Advanced-Version wäre dann, dass wir Multithreading implementieren, indem mehrere Instrumente gleichzeitig spielen. Wir sind uns aber nicht ganz sicher, ob wir das richtig verarbeiten können. Das, vor allen Dingen das Problem wäre dann, wir müssten dann irgendwie noch Mechanismen implementieren, dass wir Thread Safety haben, weil sonst wird das ziemlich eklig. Ja, wir wollen jetzt noch bei Karl, Pablo, Edgar und Frey für die Hilfe und die nette Gesellschaft bedanken. Und natürlich an Debugging. Ja, für die menschlichen Debugger. Und natürlich an die Orga und alle Mentoren für das schöne Event.